Ich bin mit dem absolut dümmsten Clip, den es jemals von mir im ganzen Internet gegeben hat, viral gegangen. Ach, Digga! Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Kleiner Voice Crack am Anfang. Danke nochmal für das krasse Feedback auf das gestrige Video. Ach so, gestern kam kein Video. Perfekt. Wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst, dann lasse ich das morgen mit dem Upload auch sein. Dankeschön. Leute, es ist gerade Sommerloch. Es ist wirklich, also Wetter ist geil draußen. Man macht draußen geile Sachen. Keine Ahnung, man... Alte im Park, Mann. Man bricht der Ente das, was man halt im Sommer so macht. Und vor allen Dingen ist mal wieder eine Sache. Alle hängen irgendwie auf TikTok. Jetzt haben mir unzählig viele Freunde. Also unzählig viele Freunde. Ich habe nur 10, also knapp die Hälfte davon. 5 Freunde von mir haben mir jetzt insgesamt 5-mal diesen Clip geschickt, um den es hier heute geht. Beziehungsweise um auch andere Clips. Da kommen wir später zu. Ja, ich bin irgendwie auf TikTok viral gegangen. Und zwar international. Und jetzt gibt es da so einen kleinen Skandal drum. Ist ja auch egal. Ich erkläre es später mal. Wir schauen uns heute auf jeden Fall geile TikToks von mir an, die extrem lustig und cool sein sollen. Mein Team hat ja welche rausgeholt. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Kopfhörer rauf und zünden aktiv rein in die TikTok-Master. Let's go. Rein in die Olga. Boah, man kriegt meine Stühle nicht umgeworfen. Guck mal. Wir können hier vielleicht Discord verwenden. Ah, doch. Qualität immer so ultra nice. Geht wohl. Okay. Kevin im Hintergrund, so ein Witzer. Man kriegt meine Stühle nicht umgeworfen. Guck mal. Es ist 1 Uhr nachts, man kann jetzt nicht lachen. Alles klar, Digga. Perfekt. Ja, nee, passt soweit. Passiert, mein Gott, kauft meinen Stuhl. Link ist in der Videobeschreibung. Moin, moin, Grüße geht raus an Noble Kings. Noble Chairs. Oh, das habe ich sogar geliked. Ironie, Revi. Revi hat live im Stream einen Schlaganfall. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, doch, also, ja, nee, also hier steht's ja auch, man macht keine Witze darüber. Mein Gott, man macht keine Witze darüber! Hab ich gelacht! Clip Nummer 3. Two best friends in a room, they might kiss. Yes, we will. Oh, ja, ja. Ja. And wherever you are. Ja, Leute, ist schon ein bisschen her. Mittlerweile sieht die Nummer ganz anders aus und ich bin so ein bisschen das dritte Rad am Motorrad geworden. Drittes Rad, ja, genau das. Ich krieg überhaupt nicht, es ist so krass schnell, wie schnell das die Leute hochladen auf TikTok. Das geht so schnell. Ja, genau, das wollte ich genau so sagen. Revi kriegt einen Jumpscare-Link. Was Geiles gemacht, schau, da ist safe nice. Digga, ich mach's auf jeden Fall nicht auf, ohne dass man's... Leute, das ist nicht witzig. Ich habe auch so einen Link bekommen und ich hatte einen Anfall bekommen. Ich könnte ohnmächtig werden. In Klammern, ich war allein zu Hause. Machen wir weiter mit dem nächsten Clip. Let's go. I mean, where the fuck should I really even start? Arschbacken, yeah. Digga, es tut mir wirklich so leid. Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Ich habe mir selber den Arsch gesteckt. Das ist einfach passiert. Mein Gott, was soll man sagen? Ja, also, es passiert im Endeffekt. Wir hatten... Nein, passt schon, kommt. Rein in die nächste Masse, let's go. Was haben wir hier noch? Ich wusste gar nicht, dass es von mir so viel... outside of your fingers. Ach genau, der Scheiß ist tatsächlich gewesen, meine Freunde. Ich habe jetzt hier sehr oft schon verschiedenste Sachen gelesen. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich die amerikanischen Kommentare nicht mehr drin. Ich glaube, der hat die Ersteller gelöscht gehabt. Schaut euch mal ganz kurz an, was da passiert. Das ist mir absolut peinlich. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. You now want to place your fists halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side and eventually the momentum will also end up mein Gott. Ach, Digga! So, und weil ich gesagt habe, ich muss das hier nochmal ganz kurz klarstellen, ich habe ach, Digga gesagt mit D. Ich habe ach, Digger gesagt. Digger. Das Video hat jetzt hier, weiß ich nicht, wie viel Aufrufe hat der Scheiß hier gemacht? Entspannte 4 Millionen Aufrufe, Bro. Und irgendwie ist es in die amerikanische Bubble gekommen und dann stand da ganz oft drunter, ich hätte das N-Word gesagt. Obviously habe ich das nicht gesagt. Ich wollte das hier nur an der Stelle mal klarstellen und ja, ich bin mit dem absolut dümmsten Clip, den es jemals von mir im ganzen Internet gegeben hat, viral gegangen. Nicht mit meinem Content, nicht mit einem guten Joke von mir, nicht mit einem coolen Play. Nein, damit. Ganz genau damit. Aua. Aua. Aber gut, ich meine, warum auch nicht, ne? Wieso lade ich eigentlich diese TikTok nicht selber bei mir hoch? Wieso machen das immer andere? Scheiß drauf! Okay, nächster Clip. Was haben wir hier? Let's go, rein in die Masse. Mein eigener Sohn hat mir gerade meine Jungfräulichkeit genommen. Ach du Scheiße. Wenn das jetzt jemand aus dem Kontext schneidet, dann bin ich raus auf Twitch. Dann stream ich nie wieder mein...
Mein eigenes. Mann! Wieso ist genau das passiert? Wieso hat jemand genau das getan, was ich gesagt habe? Er sollte es nicht tun. Er ist aus dem Kontext schneiden, Mann! Lasst mir doch meine Restwürde! Lasst sie mir doch! Okay, schauen wir, was wir noch so aktives Geiles haben. Let's go! Ich bin reich! Vive hat das hochgeladen. Er hat das hochgeladen und damit 100.000 Likes gemacht. Der hat das 2019 hochgeladen, ohne meine Einwilligung. Ich folge ihm beide, wenn ich auf TikTok. Wenn ihr mir auf TikTok folgt, da könnt ihr alle zwei Monate ein lustiges TikTok sehen und da mal lachen. Der hat das einfach hochgeladen, ohne meine Einwilligung. Was kann ich für dich tun? Hallo, Herr Anwalt. Hello. Eine ganz kurze Frage mal wieder. Es geht um eine rechtliche Geschichte. Vive HD hat 2019 ohne meine Einwilligung ein TikTok von mir hochgeladen. Frechheit. Kann man den dafür abmahnen? Anzeigen? Irgendwas? Ja, klar, wenn du fragst, machen wir das sofort. Was könnte da für mich rumspringen? Das Ding hat 107.000 Likes. Ja, also wenn ich den TikTok-Creator gucke, ungefähr 5 Euro maximal. Ach so, also lohnt sich das... Für die Urheberrechtsverletzung können wir ihn natürlich stärker abmahnen, aber im Creator-Fonds bringt ihm das nicht viel. Aber es sind halt 800.000, also 720.000 Plays auf das TikTok. Gut, bei dir, bei deiner Reichweite, bei deinen Werbetreiben und so, 20.000 werden wir ihn abmahnen. Wunderbar. Und den Kanal von ihm kriegen wir auch gelöscht dafür, oder? Der wird safe gelöscht. Hier steht nämlich, er schreibt hier nämlich gerade, knacken wir die 700.000, das würde er dann nicht schaffen. Super, wunderbar. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Super, Wi-Fi-D. Dann kannst du jetzt deinen TikTok-Kanal einfach an der Stelle mal vergessen. Ich gönn's nämlich jedem, außer dir, du Schmutzfink. Schaut auf jeden Fall mal bei Herr Anwalt, dem Ehrenmann, vorbei. Nächster Clip. Ich will wissen, ob ich eine eine Sprachstörung habe am Nacken. Ja. Gut, im Endeffekt muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass die Kombination aus rot-brauner Bart hier und weißen Haaren mir extrem gut steht und auf jeden Fall bei den Ladies anders reingezündet hat. Und auch, wie gesagt, der Sprachstörungstest tatsächlich hier nach hinten losgegangen ist. Ich hab's überprüfen lassen und ich bin absolut kerndurch. Also da passiert nichts mehr. Revi, sag mal stopp. Sag mal stopp. Stopp. Schau die Karte an, merkst du dir? Okay, zeigst du den Chat? Zeig sie auch einmal in die Kamera, ich versuche wegzugucken. Okay, Chat, Achtung. Achso, die Karten kommen zurück. Mhm. Ich mische einmal gut durch. Ja. Machen jetzt Folgendes und okay. Zwar... Auf 3. Wieso bin ich jetzt schon wieder überrascht, obwohl ich genau weiß, was passiert? Also was passiert? Bin ich wirklich so dumm? Auf 3 springt eure Karte direkt zu uns in die Arme. Ist nicht oben, ja. Die Karte ist nicht unten. Okay. Okay. Und wenn ich jetzt hier einmal durchs Kartenspiel durchgehe und wenn Revi irgendwann stoppt, egal wann, dann Die Karte stopp drauf. Stopp! 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 Genau, und dann ist die Karte... Okay, chilliger Kanal, best auf Twitch, dankeschön dafür. Schauen wir mal hier, was wir hier noch haben. Next Clip, let's go. Digga. Ja, ey, mal ganz im Ernst. Ja, das war echt. Oh nein. Als Antonia zu mir sagte. Wie soll ich denn noch besser erklären, dass es Miki ist? Hätte ich jetzt wieder Miki geworfen, wäre es halt 3-3 gewesen, es wäre genau das gleiche Ende gewesen. Hast du nicht. Ja, gut, im Endeffekt ist es dann auch egal. Ich glaube, einen habe ich übersehen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich warte heute auf den Hotstream von Maxifly und Timid Live. Ja, was soll ich sagen? Auch da an der Stelle, mein Gott, Scheiß Amorant, es ist absolut widerwärtig, Leute. Ich habe hier komplett delivered. Ich habe in einem Stream so viele Subs gemacht, wie Chef Strobel in einem Jahr macht, Leute. Und an der Stelle bin ich doppelt und dreifach raus. Ich kehre der Plattform TikTok jetzt erstmal wieder für 2 Monate aktiv den Rücken und bin hier raus. Und Wi-Fi-D, freut euch auf die Abmahnung. Markiert ihn gerne, ladet es auf TikTok hoch und wir sehen uns später am Stream. Macht's gut.